Das ist schon ein bisschen bekloppt, oder? Aber ja, wir haben es ja. Also extra Leben, meine ich. Ich bin als kleines Kind in ein Fass mit Continues gefallen. In ein Continue-Kessel. Reiß dich zusammen, Spielcharakter. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen seine Konturen und müssen können ihn auf die Kolben schießen. Weil wenn die Kolben kaputt sind, kann er seinen Raketen... Hey, aber wie soll ich denn die in freier Natur jemals besiegen? Das ist ein bisschen bekloppt, finde ich. In freier Wildbahn, ohne mein Unsterblichkeits-Spam-Häuschen. Ist das schon ein bisschen irre. Also ich brauche deutlich stärkeres Waffenarsenal hier. Schießt mir da einfach in die Safe-House-Bude. Das ist gemein. War aber ein sehr gezielter Schuss. Der macht den Bots aus Battlefield 1, also aus dem ersten Battlefield, meine ich damit, Konkurrenz. Das war immer echt lustig, die Ur-Battlefield-Bots. Wenn da einer mit Raketenwerfer sich auf den Boden geworfen hat... Nee, das waren die Sniper. Quatsch. Die Sniper haben sich immer auf den Boden geworfen, bevor sie schießen, und sobald sie den Boden berührt haben, warst du tot. Und die Raketenwerfer haben über Kilometer Entfernung durch irgendwelche winzigen Bunkerschlitze perfekt geschossen. Aha, wem sind denn da die Raketenorgeln durchgebrannt, mein Freund? Ah, und ich habe keine Scharfschützenmunition mehr. Und jetzt kann ich den mit der Pistole fertig machen. Nimm das, Robo-Freund. Moment, sind seine Hinterbeine empfindlich? Achso, ich schieße ihm da schon Panzerung weg. Ja, anscheinend. Tatsächlich, seine Hinterbeine sind Trefferzonen. Granate. Vollmilchmunition. Alles, was man so zum Leben braucht. Das war lustig. Gut, dann locken wir jetzt als nächstes den riesen Big Man T-Rex an, der da hinten noch irgendwo rumkrebst. Den wir schon in der Ferne gesehen haben. Das Spiel ist toll. Okay, mach dich bereit, Charakter. Charakter, so hätte ich. Das ist ein guter Name für meine zukünftigen Protagonistinnen. Und auch Protagonisten, warum nicht? Charakter. Charakter und Charaktor. Okay, das ist aber nicht der ganz dicke. Hier war doch so ein ganz dicker. Im Endeffekt muss ich jetzt nur einen von denen hacken. Und wenn mir das gelingt, kämpfen die so ein bisschen gegeneinander? Und danach wissen sie ja wieder auf magische Art und Weise, ich kann, das ist so gut, das ist so gut, ich kann quasi im Grunde diesen meiner Meinung nach Bug, den das Spiel da hat, also vielleicht haben sich die Entwickler was dabei gedacht und das ist Absicht. Ich würde es einen Bug nennen. Diesen Bug, dass die Gegner, nachdem sie gehackt wurden oder nachdem einer gehackt wurde, alle wissen, wo ich bin, kann ich im Grunde zu meinem Vorteil jetzt nutzen. Ich muss nur einen von denen hacken, dann kämpfen die ein bisschen und dann rennen alle wie auf magische Weise auf mich zu. Warte mal ganz kurz. Ob das reicht von der Reichweite her? Ah, zumindest der kommt. Der freut sich, dass hier so schöne Musik läuft. Cool. Hey, die Musik hat aufgehört, aber ich bin noch da, ihr Trottel. Der ist aber auch ein ganz schöner Sniper, muss man schon sagen.
Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch ein Hündchen auf mich zugehoppelt. Oh, oh. Das Gewehr ist schon ein bisschen sehr langsam und macht ehrlich gesagt auch mir nicht genug Schaden dafür, dass es so langsam ist, muss ich sagen. Autsch. Die Hoppelhündchen, ja klar. Also, wenn sich Hunde freuen, dann hoppeln die schon. So ein bisschen durch die Wiese. Ich kenne schon hoppelnde Hunde. So, wo waren wir stehen geblieben? Hä, wo sind denn jetzt die Humanoiden hin? Wieder aufgelöst. Hat er die wieder eingeladen? Die spawnt. Der ist irre, ne? Der schießt mit seinem Raketenwerfer jetzt auch hier. Ah, guck, wirklich. Der spawnt die einfach vor meinen Augen. Also ein bisschen lame. Wenn erstmal seine Raketenwerfer weg sind, ist er nämlich ein ziemliches Würstchen. Ein sehr großes, metallisches Würstchen. Aber ein Würstchen. Aber die halten halt leider doch auch ganz schön was aus. Okay, kommt jetzt mal mit. Kommt in mein Spawnhaus, dann geht's schneller nämlich hier, die Party. Snipey McSnipington. Ist am Snipen. Mein Kater gurt wie eine Taube. Ja, das stimmt. Das stimmt, das tut dein Kater. So, kommt zum Robo-Friedhof. Lasst euch nicht von den ganzen Robo-Leichen hier beirren. Es ist alles in Ordnung hier. Ein ganz normaler Kampf, wie jeder andere auch. Oh. Ich dachte, vielleicht könnte mich diese hauchdünne Holztür vor diesem super krassen Sniper-Schuss beschützen. Hätte ja sein können. Guck, die droppen, glaube ich, wirklich Spinnen. Irgendwie können die wirklich Spinnen beschwören. Das ist irgendwie... Naja, cool. Erfahrungspunkte und so. Au! Hey! Au. Wehgetan. Aber weißt du was? Ist mir wurscht, weil ich unsterblich bin. Hey, was ist denn hier jetzt gerade Spinnenparty? Es könnte höchstens passieren, dass mir die Munition ausgeht. Und dann muss ich irgendwie mit Axt auf die Roboter losgehen, was noch viel cooler wäre. Wenn ich da mit der Axt diese riesen T-Rex-Gegner zu Fall bringe, dann... Ich hoffe, dass... Ob es dafür ein Achievement gibt? Also, wenn mal in dem Spiel was ein Achievement verdient hätte, oder? Tu's nicht, Botto! Mr. Roboto, ich hab dich gewarnt. Die Pistole ist auch nicht die beste Killerwaffe für die, oder? Wo will er denn hin? Oh, it's a trap. Na, jetzt ist er mal hier. Was ist denn hier los? Hallo, Mr. Roboto. Bam. Ich glaube, wenn ich nicht unsterblich wäre, wäre das so frustrierend. Oh! Warte mal kurz, ich muss nachladen. So. Au. Hey, jetzt bin ich wieder dran. Okay, jetzt darfst du wieder.
Verdammt, der ist gerade explodiert, aber ich glaube, ich war es nicht. Jetzt kriege ich die Erfahrungspunkte nicht, weil sein Freund ihn gesprengt hat. Gemeinheit. Oh, ich habe doch die Erfahrungspunkte bekommen, na dann. Verliere ich vielleicht ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn ich sterbe? Ich bin mir echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Man müsste mal darauf achten, wie groß der Balken ist und ob was weggeht. Weil irgendwie kriege ich durch die Kämpfe aber schon mehr, wie ich durch die Kämpfe verliere, wenn dann. Ah, da ist der Große auch schon. Es ist schon ein bisschen bekloppt, wie mächtig der ist, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das beknödelt hier. Baseballschlägerzeit. Wenn schon, dann aber richtig. So. Geronimo! Wenn ich überhaupt zu dem hinkomme, bin ich schon erstaunt. Oh, das ist ja der ganz dicke T-Rex. Oh mein Gott, bin ich bekloppt. What is happening? Ich glaube, dem habe ich es ganz schön gezeigt. Das ist das ist jetzt, glaube ich, die größte Gegnerart im Spiel. Die Super-Boss-Gegnerart. Die über viele verschiedene Waffen und Irrigkeiten verfügt. Wenn du noch ein bisschen näher kommen würdest, das wäre vielleicht ganz... Das wäre liebreizend. Mein robonischer Freund. Holy Potato, was hat mich denn jetzt erwischt? Kriege ich nie klein, glaube ich. Wenn der nicht näher herkommt. Ah, ja, 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 ja. So kommen wir der Sache näher. Der kann mich leider wegstampfen. Sonst wäre das gar nicht so ineffektiv, glaube ich. Ich meine... Ich treffe ihn ganz schön an den Schwachstellen. Na gut, okay. Jetzt wieder ein bisschen ernst wenigstens. Damit wir den kaputt kriegen. Hallo, Escatio, wie geht's? Willkommen. Wasserpistole wäre auf die Entfernung ganz passabel, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube wirklich, gerade gegen die empfindlichen Waffensysteme wäre so eine Wasserpistole wahrscheinlich gar nicht das Blödste. Kann er auch nach hinten schießen? Ich glaube, jetzt hat er gegen sein eigenes Bein geschossen, oder? Abschuss einer Nuklearrakete geortet. Meine Güte, der schlittert mich rum. Sterblichkeitsmodus aktiviert. Die Runde geht an dich. Die Runde geht auch an dich. Und Spoiler-Alarm, die Runde wird auch an dich gehen. Aber dann vielleicht nochmal. Mal schauen.
Der hat zumindest viele Schwachstellen. Ich weiß es nur nicht genau, was genau Waffensystem ist und was er ist. Also quasi sein Torso. Also sein... Aber ich bin mir eh nicht sicher, wie die Lebensenergie von diesen Robotern eigentlich berechnet wird. Also ob das Abschießen von Komponenten auch dem Gesamt-Happy quasi Schaden macht. Jetzt steht er gerade so, dass wenn ich hinter ihm in das Lagerhäuschen komme, könnte ich ihn vielleicht ganz gut von da drin beschießen. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition. Bald muss ich wirklich wieder mit dem Baseballschläger auf ihn losgehen. Oh, der kann anscheinend auch Spinnen beschwören. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob ihm das überhaupt wehtut, wenn ich ihn einfach aufs Bein schieße. Hallo Spinne. Oh, ich glaube, ich habe ihm irgendwas abgeschossen gerade. Oh, das wäre so gut gewesen, wenn ich jetzt nicht hätte nachladen müssen. Oh oh, apropos nachladen. Das ist wirklich, das ist eigentlich schon witzig, wie ineffizient das Schneifergewehr gegen den ist, wenn die Kugeln einfach nur so blink abprallen, als wäre nix. Okay, ich glaube schon langsam hat er keinen Bock mehr und geht einfach. Aber so leicht lassen wir ihn nicht entkommen. Will fliehen. er ist scheinbar verwirrt anscheinend. Meine Taktik geht auf. Angriffe mit dem Baseballschläger sieht sein Programm nicht vor. Oh, come on, ey, den kriegen wir schon noch tot. Der raucht schon und ist schon irgendwie ein bisschen verwirrt und ihm geht's nicht mehr gut. Mit unserem Respawn-Team schaffen wir den schon. Aufstehen! Das sieht so aus, als würde der Schaden machen, oder? Ja, ich spiele das auch auf der Xbox. Das ist jetzt hier gerade echt eine blöde Stelle. Eigentlich ist das Spiel nicht so. Das ist jetzt gerade eine falsche Repräsentation von dem Ganzen. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich gegen den sonst kämpfen soll. Ich glaube, ich habe ihm gerade irgendwas kaputt gemacht, ne? Ich habe ihm mit dem Baseballschläger unten irgendwas abgeklopft. Mal schauen, wie weit wir das noch hier eskalieren können. Er sieht schon ziemlich kaputt aus. Nee, da ist es wieder. Ja! Mit dem Baseballschläger niedergeknüppelt. Nimm das! Oh, das war... Das war cool. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen cooleren Loot mehr erhofft. Aber die Robos droppen halt leider keine Waffen, glaube ich, nie. Sondern immer nur irgendwie so Loot und Munition, Teile. Ja, das war... Das ist mal ein Schlachtfeld hier, das kann sich sehen lassen.
mit dem Baseballschläger niedergeknüppelt hier alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Was bitte zur Hölle war das gerade alles?